Ich habe den Weg in die Öffentlichkeit gewählt, in einer Phase meines Lebens, wo ich stabil war, wo ich selbstbewusst war, wo ich eine klare Botschaft hatte und eben nicht eine Leidensgeschichte erzählen muss. Homosexualität hat nichts mit schwach, mit Leiden, mit schlechter Gesundheit zu tun, sondern man kann das auch sehr selbstbewusst transportieren und sagen, es gibt hier kein Problem, aber ich kann erst darüber selbstbewusst sprechen, wenn es mir gut geht. Und das war 2014 mehr der Fall, als es noch zu meiner aktiven Zeit war.